Ja, geht weiter mit GTA und wir machen heute ein bisschen Basismissionen. Und ja, wer jetzt gerade denkt, der spricht ein bisschen komisch, liegt einfach nur daran, dass ich am Mittwoch eine weiße Zahn-OP habe. Dementsprechend werde ich heute ein bisschen was weniger sprechen und jetzt gerade mal das Wort erstmal an die anderen ein bisschen abgeben. Am besten an Yvonne, die sagt immer so viel. Ja, die ist es mir. Ja. Genau, wir machen ein bisschen Basismission heute, würde ich sagen, mit dem letzten Teil. Enrico ist auch wieder mit dabei. Das war ja in den letzten beiden Aufnahmen zwischen nicht der Fall. Wir zeigen unsere Basisfertigkeiten. Ach Gott. Wie sind das die Folge wirklich gefragt? Wir werden mal sehen, was weitergeht. So. Na dann. Oder habt ihr erstmal die Crew? Ach, die Crew-Einladung. Die CEO, ja. Die Crew-Einladung. Aber bitte keine Herzenschlipper heute wieder, ja? Das wäre nett. Danke. Glaube ich, hast du diesen Ich scheiß gucke Panda so wieder. an ihn. Aua. Ah, so. Nico, du müsstest die Oh Crew Gott. einladen. Ja, ich kann nicht annehmen, wenn ich nicht, wenn ich noch an diesem scheiß Panzer sitze, weil da kann ich nichts benutzen. Kein Handy und sonst was. Dann steig aus dem scheiß Panzer aus. Ja, ich würde es nicht gehen. Hahaha, wir machen wieder übelste Chaos hier. Vorbereitungen Ich sind. Mach schon mal Zielübungen für gleich. Oh, wie die abgehen. Was meinst du? Na, hier an der Kreuzung, guck mal, wie die alle, wie die Ameisen, wenn du irgendwann Ameisen auf dem Tritt. Naja. So, aber wir sind schon eingeladen worden von Baba. 5000. Die Schlüpperfreundin lädt zu ihrer Basis ein. Geschlossene Mission. Jetzt. Können wir die Mission überspringen? Warum? Na, Agent 14 Rettung, wer will denn den retten? Keine Ahnung. Ich Wer weiß auch will nicht, denn was ich. das? Ach so, der. Ja. Dann, Sag keine Ahnung. mir, wenn ihr bereit seid. Naja, bereit, bereit. Beine breit, ich meine bereit. Enrico, bist du auch bereit? Ja. Wenn die Frau der Runde fragt, ob man als Mann bereit ist, dann sollte man auch bereit sein. Wehgedeiht. Bebe! So, ich glaube, mit dem Halbkettenfahrzeug sind wir gar nicht mal so schlecht mit dran. Je nachdem, was da jetzt passiert. Aber ich glaube, da können nur drei oder so rein, ne? Ich glaube nicht, dass das für vier reicht. Ich weiß es nicht. Endlich kann ich wieder eine Ausrüstung anziehen. Ich musste übrigens auch meinen Wreckfest-Kram löschen, Kev, ne? Wieso? Na, wegen der Musik, was du in einem deiner letzten Folgen auch gesagt hast. Ja, dann musst du die Musik einfach ausmachen. Ich habe sie bei mir jetzt mal rausgenommen. Ja, aber das ist doch doof, ein Stream, wo dann die meiste Zeit das Audio gestummt ist. Das ist doch scheiße. Oh, die Frau mit der Tasche, oder? Heißt das nicht auf Geldschleppen gehen oder was? Hä? Ich hab eine Tasche bei mir. Gucken. Weiß nicht, ob man zu dritt erfahren kann. Sieht doch aus, ja. Wie steht mein Wagen Oh doppelt Gott. hier? Also das andere ist das hat Kev letztes Mal auch Das gedacht, ist mir das ist auch. aber Lester's Auto. Das ist mir auch aufgefallen. Dachte mir, jo, das ist schon fast schon so. Ja, weil ich habe nämlich jetzt auch einen Wagen ohne Label und einen mit Label.
Ja, Yvonne hat gesagt, es lässt das Auto, weil Kev letztes Mal auch dachte, dass dein Auto komischerweise mit dabei ist, obwohl du gar nicht da bist. Ja. Ich bin immer bei euch. Das sowieso. Immer wenn wir uns denken, oh, wir hätten jetzt gern jemanden zu verprügeln, Mensch, warum ist Enrico nicht da? Ja, ein Opfer brauchen wir immer. Aha. Wir brauchen immer etwas länger. Ja, dein Fahrzeug ist wie du, Kev. In welcher Hinsicht? Ja, boah, 10 Kilometer. Ja. Ich fahre ja hier gerade mit dem aktuellen kostenlosen Auto. Habe ich mir gestern geholt, weil es ja kostenlos ist. Naja, wir fahren hier mit dem Halbkettenfahrzeug. Aber ich werde nachher wieder auf den Kurum markieren. Ich weiß auch nicht, was jetzt hier uns erwartet. Das ist es halt. Vielleicht hole ich nachher auch mal wieder meinen Toreador raus. Mal gucken. So. Boah, ich finde es ganz cool, dass sogar die Rallye-Lichter vorne hier funktionieren bei dem Auto hier. War ja auch nicht bei jedem so, dass diese vier Lichter vorne auf der Motorhaube gehen. Weil sie seid schon da und fangt an zu schießen, während wir noch im Tunnel unterwegs sind. Ich bin noch nicht da. Weil es gerade schon irgendwas hieß von wegen... Ja, weil Lester was im Chat-Dings da gelesen hat. So. Machst du los? So. Ich hab noch 7 Kilometer, Alter. Wir haben noch 9. Ich hab noch 5. Ich seh schon kommen. Aber wartet bitte, bis wir da sind. Weil das ist dann einfach ein bisschen scheiße für die Leute gerade, die aufnehmen, da schon anzufangen. Nein, mir zerstört jetzt deinen Hof, Mama. Oder man nimmt einfach ein schnelleres Auto. Nächstes Mal. Jetzt kommt der Biss. Ich warte mal hier vorne ein bisschen auf euch. Das wäre sehr nett. 8,1 Kilometer noch. Ja, ich müsste nicht das Auto wechseln. Ich wechsle das Auto kurz. Also wir steigen kurz um. Ich nehme mal im Auto und dann ruhig unterwegs ein Ding sein. Ja, natürlich, jetzt kommt noch ein scheiß LKW, weißt du? Ich brauche ein Auto. Hier, komm her. Ach, leg mich doch. Komm her jetzt hier. God, no. Die alte Oma steigt auch nicht aus, als ich im Auto war. Ja, hab ich schon gesehen. Och Gott, ja. Was ist das, dass man hier ein vernünftiges Auto kriegt? Ich werde unterwegs halt, wie gesagt, das Auto wechseln. Ich habe mal kurz bei meiner Bude geparkt. Was willst du denn jetzt bei deiner Bude? Saufen! Auf euch warten? Denkst du etwa, ich bleib bei der KI hier auf der Autobahn stehen, wo sie dich dann ständig rempeln? Wahrscheinlich. Die wollen alle Spaß von hinten. Na, wir brauchen 7 Kilometer noch. Was? Die Yvonne fährt alle Autos? Mann! Boah, Alter, mein Server hängt. Oh, krass. Das ist immer am Casino. Am Casino hast du immer diesen Bug. Naja, zumindest gibt die Mühle mal ein bisschen Gas. Enrico wartet natürlich nicht, der ist kein Teamplayer. Nee, das ist schon wieder. Weißt du, das sind immer die Neuen, die müssen direkt wieder. Kann ich stehen am Straßenrand und warten? Ich stehe hier, du Hund. So, und ich möchte auch noch mal kurz was anmerken, obwohl ich normalerweise mich heute ein bisschen zurückhalten wollte. Es kommt immer wieder vor, dass mich eine bestimmte Person anschreibt, die ganz einfach, ich will in die Crew, will in die Crew. Das ist genau diese Person tatsächlich, die mich jetzt wirklich schon dreimal versetzt hat wegen dem Thema Gespräch und so. Wir wollen ja die Leute ein bisschen kennenlernen. Im Moment suchen wir tatsächlich nicht und ich glaube, du stehst zumindest so als
letztes auf der Liste drauf. Also bitte nicht immer mich dauernd zutexten, ich will in die Kuh, will in die Kuh. Warte doch einfach bis wir wieder einen Aufruf starten. Weil das letzte Mal, das bringt halt nichts, wenn du dann immer sagst, ich will in die Kuh, ich will mitmachen und dann nicht erscheinst. Blockierfunktion. Habe ich zwischendurch auch gemacht, tatsächlich. Ich habe die dann, ich hab die bei Messenger dann beim Messenger dann immer blockiert und habe die dann besonders wieder freigestellt, aber es nervt halt, wenn man dann unter die ganze Zeit unter die Videos schreibt und oder beziehungsweise unter die Posts schreibt, nervt einfach auch immer auf Dauer. So, das war's. Was zur Hölle macht ihr da schon wieder? Die KI hat sich einfach voll in seinen Weg gestellt, einfach zur Seite gezogen und er voll reingefahren. Passiert. Wir sind jetzt gleich da, noch 1,7 Kilometer. Okay. Ich krieg die Wand zuerst. Das ist halt. Das ist halt das Problem, Kev, dass deine Folgen erst irgendwie in gefühlt Monaten rauskommen. Da kommt die Message nicht so schnell rüber. Ja. Naja, gut, man könnte ja auch einfach so einen kleinen Ausschnitt noch machen und den einfach jetzt schon hochladen und das werden. Oder ja, man sagt sie halt einfach persönlich. Ich hab's der Person schon persönlich gesagt ein paar Mal. Es kommt immer wieder vor, wieso schreibe ich immer wieder an? Ich bin ja schon drin, vielleicht geht gerade in der. Du bist ja auch zu dem Gespräch erschienen, du bist ja dazu. Alter! Was wird denn? Ne? Du bist ja auch damals zum Gespräch da gewesen und alles drum und dran und. Fast da. Da hat's ja gepasst. Aber wie gesagt, das bringt mir nichts, wenn ich dann einen Termin mache mit drei Leuten, ja, und von denen kommt kein einziger. Ich sehe schon zwei rote Striche, lol. So, wir sind jetzt gleich da, 700 Meter noch. Was? Du siehst den Strich, Enrico? Ach Gott. Du hast aber auch nur das, was du willst. Soll ich ihn sehen oder fühlen? Du sollst drauf gehen. Genau, wir brauchen Kohle für GTA. So. Weiter. So nicht dran. Wir haben nur auf euch gewartet. Das ist nett. Ja, da war ein hübsches Auto. Mit eurem Futzo hier. Ja, es ist so ein random Auto. Ich habe mir den einfach auf der Autobahn geholt. Jetzt können wir anfangen. Wir haben einfach eine alte Oma beraubt. Genau, wir haben gerade gesagt, wir haben eine alte Oma einfach beraubt. So, gucken wir mal. Ach, geh mir nicht auf in Nisse. Mit einem scheiß LKW. Let's go, 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 go. Schau, ich sehe keine Gegner. Pass auf, der Wagen rechts explodiert. Ja, und ihr lauft doch noch direkt weiter drauf zu. Jetzt hab ich. Hier sind Haftbomben und so drin in dem Container. Was? Die wissen ganz genau, dass du mich da drin verstecken willst. Ich weiß auch nicht, wie die Mission jetzt ist. Wenn einer von uns zu viel stirbt, ob die dann abgebrochen ist oder zugucken kann. Ich weiß nicht, es ist eine Vorbereitung, aber ich weiß halt nicht, was das jetzt heißt, genau. Ja. Enrico rennt mal wieder voll rein ins Geschehen. Ja, der hat der Tod da irgendwo da vorne bei denen rum. So. Dann hole ich mal den Typen. Okay, komm. Nähe vom CEO, 200 RP. Irgendwo oben oder was? Das hört sich zumindest wie ein Heli an. Oh, jo. Scheiße. Ja, gut, Headshot, da sind die Viecher. Hä? Okay. Ja, genau. Unsichtbar. Ja, geil. Rechts drücken! Rechts drücken! Als rechts. Steuerkreuz rechts drücken! Erste tot. Zweite tot.
ich bin tot. Die sind einfach direkt neben mir gespawnt. Dritter tot. Alles gut, alle tot. Zumindest ja, auf der Seite. Auf der Rückseite ist noch welches. Die vorbereitete Mission könnte ich aber auch nicht sogar ziehen. Scheiße, tot. Auf der Rückseite sind noch drei. Scheiße, okay, die Frage so, beantwortet. Das beantwortet dann, Bra. Schade, ich hab die aber nicht auf den Kopf gekriegt. Weil normalerweise siehst du die auf den Kopf, damit sind die tot. Hoffentlich haben wir einen Checkpoint. Ich befürchte, dass wir direkt vor der Tür stehen. Ich glaube mal eher, wir stehen jetzt da, wo die Juggernauts kommen. Keine Ahnung. Nehmen wir sie. Kennt ihr die letzte Vorbereitungsmission, falls ihr Fragen habt? Ja. Wer ist recht der eine mit Shorts hier, ne? Frage beantwortet. Da ist leider noch nichts. Okay. Wow, ich glaube nicht. Hä? Das Auto war ich. Da habe ich drauf geschossen mit dem Minigun. Gleiche Idee gehabt. Falsche Waffe. Reloading. Schaut nach! Sagen sie ja immer bei Apex. Junge, die kriegst du da oben auch nicht so einfach da. Auf jeden Fall hat der eine schon mal einen weggekriegt, der da lag. Rechts oben ist weg. Links oben. Was? Oben ist noch einer. Ich nicht nur. Da. Oh, warte. Warte mal, ich muss mal gerade zu euch kommen, dass ich da ein bisschen rauskomme aus dem Kampfgebiet. Thank God you got here before Avon's people. Now let's go. So. Nee, jetzt kommen die Juggernauts. Oh, sorry, ich wollte jetzt nicht im Weg stehen. In Deckung gehen, Leute, ne? Ja. Ich versuche es mit der Minigun zu holen. Hat auch gut geklappt. Ja, ist klar! Es wird, wenn ich auch von der Puppe hinten draußen bin, das ist doch los! Ja, ist der Tod, zweiter Tod. Scheiße! Aber zwei weg. Zwei habe ich mitgenommen. Einer tot. Andere Seite. Lustig ist, dass ich... Das sind vier Stück hier. Du Scheiße, ich werd von allen Seiten hier unten. Ach, das ist einer von euch. Das Problem, ich sehe die auch durch die... Alter, ich ziele auf den Kopf schon und es passiert halt einfach nichts. Ja, ich auch. Jetzt. Einer ist tot. Zwei, ja, ich habe auch einen noch mitgenommen. Was ist denn hinter mir? Ich bin verdammt. Die andere ist tot. Ich habe Vorsicht, Telis. Ja. Ja, ich habe Raketen. Ah, fuck you. Das Problem, ich krieg den nicht davon da oben.
Der schickt Leute runter. Gott, bitte. Tja, gut. Die beiden den Hildi auf dem Kopf, das ist aber egal. Lass du mich hängen! Ich frage gar nicht, was das ist. Hinter uns kommt der Hildi Kinder. Down. Rippt der Typ gut hin. Das ist wahrscheinlich noch wirklich voller Fuß. Komm, mehr Gegner, andere Seite, Vorsicht. Ja, ich hab's bemerkt. Ich bin grad hier. Hm. Rum. Hast du Tor schon gefallen? Wir müssen zu dem gelben Punkt kommen. Zweiter Down. Okay. Ey, ihr lasst mich ja einfach hier hinten stehen. Ich hab mir gar nicht interessiert, dass ich hier drüber kommen soll. Das wurde aber gerade gesagt, dass wir nochmal Leute da haben. Okay, alles gut. Die sitzen, Heli. Heli down. Vielleicht sind nicht immer mit Kameraden. Ich kenne mich auch. Scheiße, ich werde ziemlich angeschossen. Ich meine, die halten ein bisschen weit aus, aber trotzdem. Die stehen, ach, da hinten stehen. Ne? Ein bisschen was halten die aus, der gerade 20 Kopfschüsse für mich ausgehalten. Naja, ich gehe von meinem Charakter aus, der hält ein bisschen was aus. Zwischendurch noch mal Snacks snacken. Mhm. Normal als Soldat immer so ein bisschen auf jeden Fall sowas mitgenommen. Ja, alle uns sind für diese Ecke. Ja, ja, ja. Gar nicht schlecht, was sie da auffahren. Oh, sorry, Jung. Das war ich. Der war zum Glück schon. Ja, ja. Ich bin aus der falschen Taste gekommen. Beim Visieren. Oh, hier ist noch so ein Unsichtbarer. Sicher? Ja. Ja. Zwei Stück. Die haben mich nämlich gerade umgelegt. Scheiße. Wieder alles von vorn. Wieder alles von vorn. Weil man einfach reinrennen muss. Bin ich reingerannt, ich war doch an Deckung, Junge. Ja, müssen wir gucken. Ah, vielleicht haben wir ja diesmal einen Checkpoint erreicht. Hoffentlich. Schauen wir. Sieht so aus. Man kann sich ja nie so sicher sein hier mit den Checkpoints, weiß man nicht. Wir hatten schon Missionen, da durftest du dann ewig nicht wieder von vorne anfangen. Die sind jetzt nicht mehr draußen, ey.
Ja, hätte klappen können, dass da was ist. Wie kümmere ich mich drum? Kababums, hier wieder an. Alter, da musst du ein halbes Magazin in eine Leiche, in fast Leiche reinschießen, damit der endgültig stirbt. Das ist, ja. Ich hab dich doch schon getötet, was soll denn das? Was eine Mission, ey. Ich muss sagen, die ist cool irgendwie. Hat was. Ja, die hat was, ja. Die halten aber auf jeden Fall ein bisschen was aus. Die Jungs. Ihr seid aber heute auch wieder Raketenliebhaber, ey. Ja, ja. Alter, du musst wirklich auf einen Typen auf dem Boden ein halbes Magazin reinballern, ey. Ich schieß das gerade. Ich sehe das gerade am Scharfschützgewehr. Da musst du noch drei Kugeln nachschießen, bis der dann irgendwann mal fällt. Hast du die auf schwer stehen, Yvonne? Die war auf normal, glaube ich. Boah, Alter. Will ich gar nicht wissen. Ja, denk bitte dran, dass dann gleich wieder die Juggernauts kommen, ne? Ja, ich bin schon auf dem Modus und hab die Minigun schon bereit. Sind tot. Da ist ein Heli. Das ist unser Heli. Ich wollte eigentlich hier durch, aber ich kann da drin. Ach, da ist noch was, eine Wand dazwischen, okay. Ja, das ist in dem Modus nicht unbedingt zu. Das ist in dem Modus nicht zu finden, teilweise nicht zu identifizieren. Ach, das ist. Weißt du, du einfache Verbundfenster, weißt du, einfache Glasfenster kriegst du nicht zerschossen. Juggernaut. Ja. Ja, ich hab's gemerkt! Fuck it, Alter. Ach, das ist der. Oh, Alter, ich schieße die ganze Zeit auf den. Tot. So schnell hierher. Reicht ein Heli oder müssen wir zwei nehmen? Das ist zu fünf, ne? Ich würde mir sagen, wir müssen zwei nehmen. Ja, es ist okay, alles gut. Mal fliege ich mal mit Rico. Ah ne, es geht schon. Wir haben Agent 14, wir nehmen zwei, das ist klar. Pass.
Nicht so hoch fliegen, Enrico. Niedriger, ja. Du hast ja unten eine Leiste. Ja, eine Leiche haben wir auch schon. Die haben sie wahrscheinlich genug gewonnen jetzt. Ja, Kev beim Aufstehen, wenn er keinen Kaffee hatte. Ich darf aber dann keinen Kaffee trinken. Tendencies. It was not nice getting caught. I do the same run every morning, only this morning I was drugged and in an upright spinner bag before my pulse hit 80. I should have changed my routine, too predictable, or maybe just stop posting running times to social media. But what's the point in running if no one knows about it? What's happened while I've been gone? Is Avon Hertz president? Is this Clifford AI powering the internet? Hey, don't worry. Rackman will debrief me in full. I know the bombs haven't dropped. That's good enough. Sieht aus wie die Karte hier vom Präsidenten. Der wird so einen dritten auf der linken Seite hätten. Ja, hat doch. Aber er hätte auch ein bisschen weiter rechts landen können. Die Fläche hier ist doch wohl groß genug, dass du landen kannst, ohne mich zu berühren. Nee. Dann wäre ich wieder auf den Rand gelandet und wieder umgefallen und dann wäre es wieder explodiert, so wie immer. Bronze nur. Total unverdient. Die muss eigentlich andersrum drehen. Nein, hat's gut, hab's auch geschafft, ey. Was für eine. Wenn das schon eine Vorbereitung war, das war die erste Vorbereitung, will ich gar nicht wissen, wie das Finale am Ende aussieht. Ich sagte eins, das Finale ist wirklich krass schwer, möchte ich jetzt mal sagen. Die letzte Vorbereitung hat es auch schon in sich. Die hat es auch schon in sich gehabt, muss ich sagen. Ja, die kannte ich auch nicht. Ich kann nur die letzte Vorbereitung und den Hauptmuseum. Na, wir werden sehen. So, also so. Das ist erwartet für die Hölle. Das hab ich gesehen! Es kann eh nichts passieren. Ja. Hilfe, Hilfe, Granatenschmeißen. Es kann nichts passieren, wir sind im CO. Solange der Dings nicht frei, nicht eingestellt ist. Sorry, Markus. Huch, wir möchten das wieder überfahren. Interessant. So. Nicht mein Auto. Deswegen sagte ich ja sorry, ich musste meinen LKW hochjagen. Du wolltest mitfahren? Ich brauch nur mal kurz eben mein Auto. Ein anderes. Mechaniker. Ja, das war eindeutig Zeilbox, genau. Bist du überhaupt mit dem Scharfschützgewehr auf mich zu schießen? Hi, what service are you looking for? So you don't want to get in serious trouble, huh? Mal Mechaniker anrufen, mein Auto holen. Okay, ich soll niemanden vertrauen, um mich zu wissen. Was haben wir denn hier Schönes? Oh Gott, das soll die Vorhalten. It's on the way. I'll get back to it. So. Oh, Alter, wo kommst du her? Ich bin immer jede Folge.